Noch nicht mal angekommen, schon dreimal halb auf die Fresse gelegt. Ah, ich liebe harte Gummimischungen. Bitte, Fabian hat Fisch. Ich muss den Kescher fertig machen. Jawohl! Der macht nichts. Sieht doch ganz schön aus hier. Moin Leute, was geht ab? Julian von Lass mal fischen hier und Fabian. Moin. Fabian ist auch am Start. Wir sind heute an einem See oder an drei Seen, die wir uns rausgesucht haben. Waren hier noch nie, haben keine Ahnung, was abgeht. Sah aber auf Google Maps und auf Heyfish ganz gut aus. Davon haben wir übrigens auch die Karten. Also wenn ihr Bock habt, gerne mal auf Heyfish vorbeischauen. Ja, ich würde sagen, los geht's. Packen jetzt die Sachen und los geht's. Bis gleich. So, dann brauchen wir noch irgendwas? Nee, ne? Kescher haben wir. Ja. Nö, ich glaube, das sieht gut aus. Was hast du da? Sowas. Sowas. Sagst du, stinkt gut? Stinkt gut. Stinkt gut, fängt gut. Recht trübes Wasser ist ganz gut. Also da hinten sieht schon eher. Ja, ne? Ja, lass uns mal. Kommen wir hier irgendwie rum? Ich hoffe. Dann hol doch mal eben die Angelkarten raus. Ja. So, was haben wir hier den Laden hier? Ja, nee, jetzt schon zu kalt. Ja moin, du bist auch eine Gebe ich ja gerne zu. So, was steht denn hier? Wir sind jetzt hier. Würde ich behaupten. Glaubst du? Nee, hier. Ja. Hä, aber wir sind doch nicht an einem kleinen See vorbeigelaufen. Doch. Sicher? Ich hab keine Ahnung. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Der See ist schon sehr groß. Ich würde eher sagen, wir sind hier irgendwo. Ich glaube fast, wir sind da, Alter. Alter, okay. Ich guck mal. Ja, doch, kann sein. Im Vergleich gerade mal eben auf Google Maps. Ja. Ja, wir sind definitiv. Ja, genau da. Definitiv hier. Dann müssen wir jetzt quasi den Weg hier weitergehen. Wir gehen jetzt einfach hier durch und gucken, wo wir lang kommen, Alter. Genau. Machen wir so. Boah. Boah. Noch nicht mal angekommen, schon dreimal halb auf die Fresse gelegt. So, erstmal hier. Ein Hoch auf Klarsicht füllen. Ein Hoch auf Klarsicht füllen. Wo ist der scheiß Anfang hier? Ja, wir kamen auch gestern irgendwie um 21.30 Uhr oder so auf die Idee, ey, lass mal hier hinfahren. Geil, oder? Vorbereitung ist alles. So, alles fertig. Zack, Bierkurve der Route. Läuft auch. Fabi, was machst du da? Dasselbe, ne? Dasselbe, ne? Gut, trifft er den Ring? Er hat ihn getroffen. Leute, das ist alles eine Sache der Übung. Schönes Stahlverfach hier von Fabian bekommen. Mit Wirbel sogar, ist ganz gut, weil da kann man das Fluorcarbon schön anknoten. Ganz einfache Knoten, einfach einmal durch. 1, 2, 3, 4 mal rum. Wieder zurück durch die Schlaufe. Fast ganz festziehen. Anfeuchten den Laden und dann. Da sieht's kaum. Ah, Fokus. Fokus. Ah, passt schon. Und dann sieht man noch irgendwie hoffentlich, dass man hier einen schönen Knoten hat. Hat man einen Stahlverfach dran, dann kann es auch schon losgehen. Noch einen Köder schnappen und ich glaube, in meinem Fall werde ich mal mit einem Aido anfangen. Und zwar in einer sehr coolen Farbe, die mir in Holland schon ganz gut Fisch gebracht hat. Und zwar mit dem japanischen Weißfisch. Ist jetzt, Wasser ist zwar echt relativ trüb, aber ich sag mal, die Farbe ist halt auch gut UV-aktiv, kontrastreich. Da kann trotzdem was gehen. So, dann brauche ich noch einen Jigkopf aus dem Stint raus. Oh, ist natürlich einer mit Baitholder, ne? Sauber. 14 Gramm durch. Oh ja, moin. Lol. Da war noch eine Spirale mit drin. Auch gut. So. 14 Gramm, kurz gucken, wo er rauskommt. Kann man sich jetzt natürlich auch immer noch markieren. Macht das Ganze ein bisschen einfacher. Vorne schön in die Nase rein. Schön
Schön gerade aufziehen. Außer Markierung raus. Auf. Und dann sitzt das Ganze auch schon sehr schick. Haken guckt schön weit raus. Snap aufmachen. Einhängen. Und ab geht die Party. Was machst du jetzt? Das ist immer die Frage, ne? Welchen Köder nimmt man? Ich habe keine Ahnung. Vor allem, ich habe mir ja die Box von Julian geliehen. Ist ja gar nicht meine. Ich hab einfach reingesteckt, Alter. Ja, ich hab einfach reingesteckt. Übt das schon wieder. So, was nehme ich denn? Was würdest du denn nehmen? Was ich nehmen würde? Ja. Komplett andere Box oder was? Das ist die Frage. Ja. Also ich würde generell zu Pink tendieren. Ja? Zu Pink? Ja, ich hab Bock auf Pink. Leute, ich sag euch, Vorführeffekt wird gleich ganz schön kicken. Der wird krumm und schief. Der wird krumm und schief, ich sag's dir. Ah, ich liebe harte Gummimischungen. Ich liebe harte Gummimischungen. Och nee. Nee, lass mal. Nee. Bin da nicht so für. Also, wir sind jetzt, wie ihr bestimmt schon bemerkt habt, am See angekommen. Haben die Routen jetzt fertig. Sieht auch ganz schön aus hier. Sieht schön aus. Schön ruhig das Wasser, ganz bisschen Wind drauf. Und dann Fabian macht jetzt mal den ersten Wurf und dann schauen wir mal, was so abgeht. So, wir haben jetzt so 20 Würfe jeder gemacht hier. Und jetzt geht's an Spotwechsel. Einfach weil wir noch nicht oft hier waren. Was heißt nicht oft, weil wir noch nie hier waren. Einfach ein bisschen durch die Gegend laufen, gucken. Jede Angelstelle, die hier so freigeschnitten ist, einfach mal anlaufen. Nicht, Fabian? Und mal schauen, ob hier was geht. Beobachten, ob irgendwo schon Oberfläche ist oder so. Genau, immer die Augen offen halten. Einfach ein bisschen beobachten. Wie gesagt, so ein bekannter Angler. Augen offen halten und flexibel bleiben. Leute, Fabian hat Fisch. Ich muss den Kescher fertig machen. Kescher ist ready. Ganz komische Kopfschläge. Hier, Nightmaster. Krumm. Mach mich wenigstens sehen. Auf Dropshot, Alter. Denk dran, du hast nur einen Flow Carbon drauf, ne? Hecht, das ist ein schöner Hecht. Bitte, Alter. Oh, der hat den voll drin, Alter. Nee, hängt vorne. Jawoll! Ist der reingetockt, das glaubst du nicht. So, machen wir fertig, Jungs. Yes. Geil. Das ist ein geiler Fisch. Er ist direkt im Wasser. Oh. Ah, jawohl. Er catchert sich selber. Ah, cool. Aber innerhalb von den nächsten paar Würfen direkt der nächste Fisch. Ja, der nächste Wurf war das gleich. Mein erster Fisch 2021. Schöner kleiner Hecht, aber... Der Kleine ist meiner und das freut mich einfach schon riesig, also richtig geil. Plan ist aufgegangen, neue Seen, wo wir jetzt waren und den Kleinen hängt auch ganz vorne, lässt sich sehr, sehr leicht lösen und den machen wir ganz schnell wieder rein. Können wir euch sogar zeigen. Hier, Kormorane gibt es ja auch. Tschüss. Nee, das geht. So, rufen wir mal eben den Gino an. Gucken mal. Geil! Oh, ich kenne Tücher dabei. Ah, oh, Gere. Na, geht ja. Ey, Diggi, na, was geht? Was geht ab? Du bist gerade live auf Cam, Alter. Achso, ja, moin. Ja, Gino ist heute nicht dabei, der hat einen Termin, deswegen kann er nicht mit. Ja, ich wollte dich nur mal kurz auf dem Laufenden halten. Wir haben gerade auf zwei Würfen zwei Hechte gefangen, ein 82er und ein 50er oder sowas. Ja, sehr schön. Vor allem in dem Teich, wo wir gerade noch gesagt haben, Alter, der sieht am wenigsten nach Hecht oder nach Raubfisch aus. Der ist einfach nur lang und 100 Meter breit vielleicht.
Ja, los, dann einen weiter. Leg auf jetzt. Ja. Weiter. Und bis schnell. Machen wir. Bis später. Alles klar. Tschüss. Ciao. Ja, das war Gino. So, auf den ganzen Stress erstmal ein Brötchen. Yeah. Möchtest du eine Tomate? Fragt er mich, der einen Tomaten hasst wie die Pest. Om nom nom. Ich glaube, es muss schmecken, ne? Gönn dir, gönn dir. Fabi, jetzt geht's aber los hier, Alter. Ja, der nächste hängt. Wieder ein Hechtchen. Ah, doch, der hängt schön. Läuft doch. Geil, Petri, heil, ey. Fett. Ah, wieder ein ganz kleiner Hecht, aber geile Färbung und schnell zurück mit dem. Und ja, weiter geht's. Geil. Jetzt habe ich auch mal wieder einen drauf. Fabian schon am Keschern. Ja. Der macht nichts. Ah, gerade einen Köder gewechselt. Auf einer Idoma. Und eingenetzt. Geil. Bam. So läuft das. Schönes Hechtchen. Geil gefärbt sind die hier echt. Also richtig schöne Fische. Das fetzt doch. Haben wir fast nicht mitgerechnet, dass es noch so ein guter Tag wird. Geil. Ganz gerne weitergehen. Also, ihr seht, läuft ganz gut jetzt hier im Winter. Haben wir selber, glaube ich, nicht ganz mitgerechnet. Wie gesagt, ein See, da sind wir das erste Mal. Beziehungsweise in drei Seen haben wir heute geangelt. Und der letzte, der bringt ganz gut Fisch. Wir machen auf jeden Fall noch mal eine Runde, oder, Fabis? Jetzt sind wir nochmal richtig heiß. Auf jeden Fall. Ja, wir schauen mal. Vielleicht geht da noch was. Und ja. Ihr seid dabei. 12 Sekunden später. Ja, nee, ich fange nicht mit Ja an. Am Auto haben wir euch begrüßt. Am Auto sagen wir wieder Tschüss. Was sagst du zu dem Tag heute? Lief unerwartet gut, ne? Ja, würde ich auch sagen. Also dafür, dass wir hier noch nicht waren, ganz okay. Wir schwingen uns jetzt ins Auto, kommen nächste Woche vielleicht nochmal wieder. Hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren, all das hier unten irgendwo könnt ihr das machen. Ja, hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.